Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ja, hier mit Chris. Hallo. Dem Lost Chris. Lostos, Christos. Ja, du bist ja einfach vorgerannt. Bin Richtung Berge hoch. Es ist deine Schuld. Schrei. Nein, jetzt ist er wirklich weg. Falsche Taste gedrückt. Ach so. Kannst du nicht weg sein jetzt? Verdammt. 74 Punkte habe ich schon. Holy moly. Werde ich auch nicht rumschlabbern hier. Sagt der nichts mehr oder was? Was? Nee. Er ist natürlich jetzt beschissen, wenn die Namen nicht mehr angezeigt werden. Vielleicht ist das irgendwo echt. Du hast bei Gameplay die Haken aktiv, ne? Ja, klar. Gut, das werden sie wahrscheinlich hier auf dem Server einfach gänzlich deaktiviert haben. Wo bist du jetzt lang gerannt? Ich bin rechts hoch. Keine Ahnung, irgendwo geradeaus. Ah. Vielleicht finden wir uns noch. Nein! Juhu, Freiheit! Ich verdurste eh gleich, von daher hat sich das eh erledigt. Was? Du siehst mich? Ich verdurste eh gleich, von daher hat sich das eh erledigt. Vielleicht treffen wir uns irgendwo an der Wasserpfütze. Glaube ich nicht. Scheiße, trinken müsste ich ja auch dringend. Wir dürfen im Spiel nicht so viel immer in der Gegend rumlaufen. So, sollen wir an Ort und Stelle bleiben? Ja, klar. Langweilig! Ja, das Laufen ist ja genauso langweilig. Passiert ja leider auch nichts. Also so als wenn wir im Kreis laufen, reden oder einfach an der Stelle mal bleiben und reden, das ist ja halt, ne? Oh Gott, ich bin gerade irgendwo runtergesprungen. Ich habe gedacht, jetzt ist vorbei. Ja, wir können es ja mal demnächst versuchen. Auf dem New Ark 3 war das, ne? Hier gibt es keine Regeln, da spielt keiner. Also, das hier ist tatsächlich ein Server mit Regeln, Leute. Ich wusste das jetzt auch nicht mehr genau, aber irgendwer hatte mal in die Kommentare geschrieben, so ein Server ohne Regeln. Ne, New Ark 3 ist ohne Regeln. Und läuft die Aber wie beste gesagt, Map, Leute, an die Regeln Redwood? hält sich eh kein Schwein. Also von daher ist es auch scheißegal. Weil New Ark 3 hat Survival. Nee, Quatsch, Progression oder Survival? Progression, ne? Survival. Survival. Stand da, glaube ich. Das ist der neue Modus, Oder ja. Progression noch wahrscheinlich. Ja, für mich ist das jetzt beides noch das gleiche. Auf dem Redwood, auf der Aber Redwood-Karte. spielt keiner, von daher ist das. Ach, da war noch weniger drauf. Da war null drauf. Null, Da jo. spielt keiner den Redwood. Das ist natürlich doof. So, mit mir geht's gleich zu Ende. Bald. So, findest kein Wasser? Nö. Scheiß Gully, der trampelt mich da auch einfach tot. Achso, den habe ich auch gehört, den Gully. Wahrscheinlich bei mir in der Nähe sogar. Ich höre ihn. Die müsste irgendwo. Ich habe auch 20 Millionen Gigas, aber. Muss mich erstmal kurz aufladen hier. Boah, die Stamina sich langsam auf bei dem. Ja, auch wenn man liegt, ne? Es dauert ein bisschen. Minimal, minimal. Also ich halte noch ein Weilchen durch. 78 Punkte, dann noch 20. Uah. Will's schaffen. Ich will's unbedingt schaffen. Aber wir werden wohl, wenn wir den die Lofo erreicht haben, mal einen Serverwechsel machen. Mal gucken, das ist. Er geht vor die Hunde hier, der Server. Also nur noch Das Rexe, ganze keine Spiel ist Nahrung im mehr. Moment vor die Hunde. So Alleiner. schlimm. Die sollen den Survival-Modus mal weiter ausbauen, da, den würde ich gerne mal antesten. 84 Punkte. Oh, dann verdust dich 84 vorher gar hast du? nicht. Ja, 84. Ich kann gleich progressen. Wieso hast du so viele? Wieso habe ich nur Weiß ich doch nicht. 79? Aber dann bist du ja gleich, dann schaffst du es ja gerade noch so. Ja, geil.
Aber Schwein gehabt dann. Aber meinem Glück werde ich sowieso gleich gefressen oder sowas. Ja, dann bleib doch jetzt sitzen. Hast du noch 6 Minuten. Das ist ja doof. 6 Minuten. Ich finde halt kein Wasser. Ich weiß, hier ist bestimmt Wasser in der Nähe. Bin gerade zu doof, das zu finden. Ich habe Wasser gefunden. Mal auf den Hügel herauf. Ich bin bei diesem Wasserfall da. Wo der See ist, weißt du? Ach, wäre ich bloß bei dir geblieben, ey. Warte mal. Ach, da bin ich auch. Wo da oben der See drauf ist? Ja. Oh, fuck, das ist ein Giga. Wo? Siehst du ihn auch? Bist du auf der anderen Seite? Ja, ich bin links vom Wasserfall. Scheiße, der lässt mich garantiert. Ich sehe den Giga. Der lässt mich garantiert nicht trinken. Der kommt, ich gehe weg. Tschüss. Der kommt? Ja. Ja, da steht er. Am Wasser, ne? Ja. Geht er weg? Ne, steht er immer noch. Hau ab, das Doofe ist, wenn wir da jetzt hingehen, sterben wir. Ich hab getrunken, ich konnte trinken. Ja, ich nicht. Kannst du irgendwo. Ja, gut, du könntest jetzt ja, unten zum Wasser rennen. Aber der Weg ist weiter. Oh, der kommt. Mann, warum muss da einer beim Wasser rumstehen? Verdammte Scheiße, ey. Der kommt. Obwohl man, ich meine, der kommt schneller als der Giga, oder nicht? Pff, nee, der ist mega schnell. Oh. Weiß ich mir nicht. Er geht natürlich zu meinem Gebüsch hin. Boah. Weißt du dich? Nein, er geht vorbei. Aber das sah so aus, weißt du, so, weil er so einfach straight zu meinem Gebüsch. Ja, man weiß halt nicht, ob die Büsche da sind. Das ist halt das Ding. Doch, ich sitze in so einem Gebüsch, das man essen kann und die verschwinden ja nicht. Oh Gott, der Giga kommt. Zu dir? Er rennt gerade hier an mir vorbei. Ja, und schreit, ne? Gut. Oh shit. Ist weg. Giga! Warum macht er eigentlich so auf sich aufmerksam, wenn Rexe ja, jetzt kommen? Das kann. Ein Partner ja. Mit den Rexen. Rex-Partner-Programm. Wahrscheinlich. Wer schreit denn hier eigentlich noch rum? Du bist nicht alleine da am See, ne? Doch. Giga ist weg, ich komm. Wenn hier ein Galli ist, dann sind wir sowieso tot. Also du. Ich höre den, ich höre ihn. 88. Muss trinken. Muss ich mal kurz hinsetzen. So gleich progressieren. Soll ich wieder Rexe überall? Ganz gleich progressieren. Ich hau noch 8 Minuten, Leute. 8 minutes remaining. Schafft er nicht. Das ist das Tolle, wenn wir jetzt sowieso spawnen auseinander, dann sehen wir uns eh nicht. Wir brauchen auf den Moment gar keine Gruppe aufmachen. Ey, wie behindert ist das denn? Dann warte ich einfach, bis du... Das ist wahrscheinlich aber wieder irgendwas anderes, was bestimmt jemand uns in den Kommentaren erklären kann. Bestimmt machen wir irgendwas gerade wieder falsch. Glaube ich nicht. Kommt die Nacht und das finde ich mega gut. Weil ich mich dann sicherer fühle einfach. Ich warte einmal, bis du auch progressieren kannst. Wo läufst du denn hin? Bist du hier bei mir? Da bist du. Ja, ich weiß nicht, ich fühle mich so unwohl hier am Wasser. Und jetzt laufen wir voll in den Giga rein. Pass mal auf, ey. Sind wir gleich einfach tot. Hier. Hallo? Hier war ich vorhin drin, aber ich kann jetzt hier nicht. Ich kann jetzt hier unmöglich so lange warten. Scheiße, ich nehme den Busch hier vorne. Da ist man besser getarnt, glaube ich. Ah. Ja, den Giga. Ja, läuft er unten jetzt rum. Er rennt unten irgendwo rum. Ja. Ich glaube, der Galli würde uns auch einfach tottreten, ja. Na klar. Willst du das nicht machen, als Galli? Nö.
Also wenn ich Pflanzenfresser spiele, trete ich keine Fleischfresser tot, habe ich keinen Grund zu. Das würde ich wirklich nicht machen, weil... Ja, aber du musst dich in einen 14-Jährigen versetzen, der gerade Pubertät ist und so, hasst die Welt, hasst auf alles, weißt du? Ja gut, dann musst du ihn natürlich töten. Ja, natürlich. Weil jetzt gerade nochmal Nachtsicht, genau, nächste Folge wird dann auf jeden Fall Nachtfolge. Dann können wir Checkung machen, wie gut die neue Nachtsicht ist. Ah, ich will mich nicht mehr wegbewegen, noch 6 Minuten. Ah, ich werde mich gleich trotzdem ein bisschen bewegen. Ich kann aber nicht still sitzen dann. Also wenn ich jetzt in der Aufnahme bin, kann ich nicht still sitzen. Hast du Angst, oder? Hä? Hast du denn Angst? Nö, ich will mich einfach, ich will was zeigen. Ich will so risky spielen. Ach so, ja, ja, ja. Wenn du risky spielen willst, dann musst du ein F-Call machen. Komm, ich renne noch. Geh mal ein bisschen geduckt hier umher. Ist ja gerade eh, wird es ja richtig dunkel. Aber die leuchten auch so schön, ne? Ja, mega. Also okay. Grüne Tarnung war besser beim... Ja. Guck mal, wie viele Pflanzen zum Fressen hier. Ich hab auch schon tausende weiße Felder. Ja, da hinten auch schon wieder, ja. Oh, was war das? Da war eben noch ein Pflanzenfresser dazwischen. Achso, ein Kamara darf ja immer noch nicht getötet werden, ne? Soll er endlich gottverdammt nochmal reinmachen, dass der sich wehren kann? Das ist ja unfassbar. Wahrscheinlich wäre das zu OP. Wir würden die Rexe eigentlich mal was auf der Fresse bekommen. Kann man einen Dino raushauen, der nichts kann? Der nur rumrennt und nichts kann. Fressen und trinken. Was hat der für einen Zweck? Oh, hier sind keine Büsche mehr. Vielleicht als laufende Nahrung. Ach du Scheiße. Hier ist mir zu risky. Da sind lange keine Büsche mehr. Not bushes in there. Harry Busch. Harry Busch? Oh nein. Was denn? Hä? Hä? Was ist denn jetzt? Alles gut. Alles klar, haariger Busch. Backfisch. Da hinten läuft was. Wo? Siehst du, da hinten ist Pflanzenfresser. Siehst du den? Nix. Ich sehe gar nichts. Auf der Weide, der frisst da. Diablo. Oder ein Aber. Hä? Ja, da vorne. Richtung? Wo ich hingucke. Wo guckst du denn? Ach, da. Blindfisch. Ich bin grad echt, ich sehe den immer noch nicht. Da oben auf dieser Kuppe drauf? Ja. Ach da, jetzt sehe ich ihn. Alter. Das ist ein Diablo, ja. Das ist ein Spieler dann sicherlich, ne? Ich denke mal, ja. Weil ist hier keiner. Sonst würde der keine weißen Pflanzen fressen, mal denn. Ja, stimmt. Aber brauchen wir auch nicht versuchen, weil Diablo. Ja, moin. Wäre dann Schicht im Schacht, würde ich sagen. Und jetzt riskiere ich bestimmt nichts mehr. Denn noch 3 Minuten. 3 minutes remaining. Und dann sind wir die Lophosaurus. Oh, ich wurde. Battle Eye hat mich wieder mal rausgekickt. Yeah. Oh ja, deine Figur schleicht auch gerade nach vorne einfach. Ach, geil. So, hier seht ihr den Server auch nochmal. New Ark. Wo? Perfekt. Geil. So, jetzt ein paar Folgen habe ich ja Ruhe gehabt. Oh, und hier schreit irgendwas. Danke, dass es jetzt noch gut geht hier. Läufst du gerade? Nein. Also hier bewegt sich irgendwas mit. Sitzt du wieder im Busch? Ich habe jetzt die Nachtsicht an. Ich lasse sie auch jetzt erstmal an. Ja, jetzt kann man auf jeden Fall besser erkennen, ob hier irgendwo was in der Nähe rumschlabbert. Die Nachtsicht wird nachher noch ein bisschen dunkler. Umso dunkler das draußen wird. Aber so ist halt... jetzt kann man erkennen, was unmittelbar in der Nähe ist. Auf jeden Fall ist es verbessert. Du schlabberst gerade, ne? Hm. Oh, jetzt habe ich mich auch kurz bewegt. Setze ich mich wieder hin. Jetzt bist du in meinem Busch. Ja. Oh, und schon wieder Kick, Battle Eye. Ja, moin. Sitze ich noch? Ja, du sitzt da noch, ja. Jetzt ging es die ganze Zeit gut. Jetzt fliege ich wieder permanent raus. Sehr geil. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wie gesagt, ich vermute einfach, mein Aufnahmeprogramm hat da... Das ist ein Cheat. Das ist als Cheat-Programm erkannt wird. Jetzt finde ich diesen Drecksserver schon wieder nicht. Oh Mann, mir gehen die ganze Zeit Punkte. Ach, da ist ein New Ark 2.
Du hast einfach die Nachtsicht angemacht und das geht ab dieser Tageszeit als Hack. Ey, sowas ist echt stressig, Leute. Richtig stressig. Am wenigsten haben wir jetzt die anderen Folgen alle Glück gehabt. Wow. Ich hoffe, das war's jetzt auch wieder mit dem Rausfliegen. Ich muss gucken. Vielleicht muss ich mich mehr bewegen. Denn ich fliege, dass er nicht denkt, ich cheate hier. Ja, du bist mitten in der Progression und fliegst dann raus. Na, die Charaktere werden jetzt gespeichert bei einem Server-Kick oder Absturz, ne? Und beim Restart. Muss ja nicht mehr den Safe-Lockout dann vormachen oder dich anbeißen. Ich will hier nicht weiter rennen. Ich will auch da hinten nicht weiter rennen. Yo, yo, yo. Ja, jetzt einfach mal quer über die Wiese. Du könntest das eigentlich progressieren schon, ne? Hm. Ja, dann mach's doch. Nein, das machen wir gemeinsam. Wird gleich wieder bestimmt gekickt vom Battle Eye. Ja. Und seht ihr, jetzt passt sich die Nachtsicht langsam an. Und dann läufst du ganz vorne so und stirbst dann. Und er speichert dann deinen Charakter, wenn du tot bist. Das ist ein Kamera. Ja. Gerade vom Sound. Ich find's auch mega mies, dass man dann, wenn man jetzt gekickt wird, dass der Charakter weiterläuft. Ja, der müsste eigentlich instant stehen bleiben und sich verschwinden. Nee, du hast ja noch diese Freeze-Time, diese... Wie in DayZ, da bleibst du auch nochmal 20 Sekunden stehen, damit es kein Combat-Lockout gibt. Finde ich ja eigentlich ganz gut. Aber wenn du gerade durch sowas gekickt wirst, ist natürlich dann schon, Wie viele Punkte hast du? 88. Oh. Ja, mir ist jetzt ein bisschen was verloren gegangen durch das zweimal rausgefliege. Gefliege! Ich bin zweimal rausgefliegen. Digga, Lahn, Armer. Er ist rausgefliegt. Oh, ich hab Hunger, ey. Ja, oh, und schon wieder. Willst du mich jetzt verarschen? Klein Bot Responding steht da bei mir. Oh Mann. Was heißt denn das? Von BattleEye oder was? Ja. Irgendwas stimmt mit BattleEye nicht, neu installieren. Ich werde BattleEye einfach. Gut, Leute, dann werde ich jetzt einfach an dieser Stelle, ist sowieso vorbei, Folge. Ich werde BattleEye nochmal neu installieren. Und dann hoffentlich war es das denn. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Däumchen da. Bis zum nächsten Mal. Das war ja Martin und der Chris. Tschüss.